In einer Reihe mit vielen Großen des Reiches und Rittern in polierter Rüstung reitet ihr auf die Turnierarena zu. Oder schreitet mit eurem Schild, wenn ihr kein eigenes Pferd habt. Die morgendliche Sonne spiegelt sich auf Helmen, ziselierten Panzern und zum Gruß erhobenen Schwertern. Selbst die Haarstatue am Haupttor wurde mit Lorbeerkränzen begrenzt. Ganz Gareth scheint die Turnieröffnung sehen zu wollen und jubelt den einzelnen Schreitern zu. Ja, den einen oder anderen Namen kennt man schon. Fanfaren, die dann erhoben werden, Kaiserwappen, die gezeigt werden, während ihr da in die Arena einreitet. Auf den Tribünen tobt die Zuschauer, schwenken Tücher, Hüte, ihr blinzelt gegen das Licht und seht unter anderem auch die kaiserliche Regentin, andere Würdenträger, die daneben sitzen. Unter anderem auch Praios-Geweihte, Ronta-Geweihte, den Reichsgroßgeheimrat. Bis ihr dann allesamt eingezogen seid. Wieder erhebt sich Rondrasir Löwenbrand als Turniermarschall. Seid willkommen, ihr Streiter von Ross, Rüstung und Ruhm, die ihr gekommen seid, um teilzunehmen am großen Frühlingsturnier der Kaiserstadt Gareth im Jahre 1027 nach dem Fall der Hunderttürmigen. Verneigt euch vor der Herrin der Tournai, ihre kaiserliche Hoheit, Emani Benain von Gareth. Unter Hochrufen des Volkes erhebt sich Ema, die majestätische Frau mit der hohen Krone, weit fliegenden Goldhaaren und dem purpurnen Thronmantel. Sie blickt stolz auf die Reihe der Kämpfer. Ihr meint allerdings eine gewisse Müdigkeit in ihren Zügen zu erkennen. In ihrer Nähe blickt ihr ihre Königin Rohaya, die gespannt das Geschehen verfolgt. Auch der träumerische Selindian Hal scheint extra für das Turnier angereist zu sein. Hinter ihm sitzt ein gar nicht so sehr, naja, ansonsten festlich aufgeputschte Gesellschaft. Hier ein passender Boron-Geweihter, der hinter ihm steht und schweigt, wie immer. In schlichter schwarzer Robe. Emas klare Stimme trägt durch die ganze Arena. Das Wesen eines Streitenden ist der Kampf. Ihr alle seid große Kämpfer, die um Ruhm, Würde und das Reich gekämpft haben und werdet. Bald werdet ihr wieder kämpfen. In einer Baronie, auf einer Festung, einem Tempel oder dem rauen Gebirgspass. Aber heute denken wir nicht an das Vergessen, an Vergangenes oder an Zukünftiges. Heute kämpfen wir nur eines. Meine Ritter, um den Sieg, denn heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Auf frenetischen Jubel und die erhobene Klinge werdet ihr wieder sehen, wie Rondrasil seine Klinge hebt, sein Rondrakamm. Das Turnier ist eröffnet! Einige Knappen, die herbeitreten, Wappenschilde aufstellen, von jedem Einzelnen in die Luft tragen und dann ein jeder, der vorgezeigt wird, bis auch ihr eure eigenen Schilde darunter sehen könnt, die ihr stolz bemustert. Das sind tatsächlich die einzigen großen Drachen darauf zu erkennen. Die anderen haben sich das noch nicht verdient. Plötzlich ist dumpfer Hufschlag zu hören. Ein schwarzes Ross mit einem schwarzen Reiter betritt die Arena. Beide Schatten lasten groß und mächtig auf dem Turnierboden. Pechfinster ist die Ritterrüstung mit einem Helm, einer Wolfsschnauze gleich. Die Menge hält den Atem an und vorsichtig tritt ein Herold heran. Wie ist euer Name, Herr Ritter? Ein tiefer Bass dröhnt hinter dem Visier. Nennt mich Albrecht von Dunkelschlund, so ihr einen Namen braucht. Der Herold blickt zum Turniermarschall Rondrasil, der kurz zögert und dann langsam nickt. Ein schwarzer Wappenschild wird aufgestellt. An welchen Disziplinen nehmt ihr teil? Ist die Stimme des Herolds zu vernehmen. Alle, dröhnt es. Ein Raunen geht durch die Menge. Etwas eingeschüchtert blickt ihr auf die schwarz gewandete Person, schwarzer Umhang, schwarzes Ross. Und euren kundigen Augen erkennen eine volle Endurium-Rüstung. Erkenne Was ich die zur... Rüstung aus der Heimat? Nein. Okay. Sonst wüsste ich, wer das ist. Ja, dieser schwarze Ritter, das ganze Endurium. Niemand hat so viel Endurium. Niemand. Außer einer.
Also ein Ritter aus den Schwarzen Landen. Vielleicht Galotta selbst. Er gekommen ist, um uns einfach alle mal aus dem Haus zu geben. Galotta würde nicht in der Rüstung antreten. Er würde einen Sekundant schicken. Stimmt. Worauf auch der Wolfskopf hindeutet. Ist das vielleicht Arngrim? Hat er wirklich Arngrim hierher geschickt? Möglich. Was tun wir jetzt? Wir lassen den doch wohl nicht mitkämpfen. Würde der natürlich ankommt, müssen wir einfach nur in die Schlitze ein paar Silberstücke reinschleudern. Er wurde zugelassen. Er wird mitkämpfen dürfen. Habt ein Auge darauf, dass hier nichts mit Zauberei vor sich geht, ja, Isarun? Natürlich. Wir müssen ein Auge auf den haben. Vor allem können wir ihn nicht gewinnen lassen. Schlagt ihn in Stücke und beraubt ihn seiner Rüstung. Es herrscht immer noch Turnierfrieden. Und der Marschall hat ihn als Teilnehmer akzeptiert. Ich möchte nicht, dass wir viel tun können, bevor das Turnier vorbei ist. Alrik von Dunkelstund, was für ein Name. Klingt fast wie ein Deckname. Klingt wie unser Name. Ingal Komak, nicht wahr? Wir wissen, wer da drunter ist. Nun, dann kämpft gegen ihn und gewinnt. Vielleicht können wir ein freundliches Gespräch mit ihm führen. Hören, ob wir aus der Nähe seine Stimme erkennen. Irgendwann muss er doch seine Rüstung abnehmen, oder? Wie oft habt ihr mich meine Rüstung abnehmen sehen? Ihr habt aber nicht damit geschlafen, deinem Vollhelm, oder? Geschlafen, ne? Ich habe wohl kaum dort geschlafen, wo ihr mich sehen konntet, oder? Ihr habt mit einem Vollhelm geschlafen in Jolgomak? Nein, ich habe in einem Zimmer geschlafen, habe mir. Nun ja, das sollte kein Problem sein, oder? Blick auf Ömer, der oben rumsteht wahrscheinlich in der Menge. Bitte, ich verstehe nicht. Nee, du bist ja in der Menge, oder? Oder kommst du mit dem Platz? Nee, Ömer nimmt teil, der schießt doch. Ömer nimmt teil. Achso, okay, alles klar. Ömer darf sich doch gar einen Drachen auf Sappen pinseln. Ömer, bekommt sowas bestimmt heraus. Er ist ja sehr windig in solchen Sachen. Das weiß ich nicht, aber ihr könnt ja einfach in sein schwarzes Zelt gehen und ihn fragen. Zum Beispiel. Hey, schwarzer Ritter, wer bist du unter deiner Rüstung und warum gibst du dich mit deinem falschen Namen aus? Ja, ich weiß, schwarze Ritter sind normal, aber wir wollen es trotzdem gern wissen. Gute Idee, aber mir. Guck mal, jetzt Söldner dabei, die haben gar kein Wappen und die sind. Ja, die sind so breitschultrig, fast wie Raphim, also, ja. Da, guckt, bei seinem Zelt stehen sie. Wie hätte er es wohl hinbekommen, ihn zu beschatten und wenn er den Helm abnimmt, sein Gesicht zu erkennen, oder? Das sollte doch nicht so schwer sein. Naja, wenn es nicht so schwer ist, macht ihr es doch einfach. Ihr seid dann ja, das ist ja nicht so schwer. Ihr seid doch der nächtens durch irgendwelche Häuser. Ich habe mich nur um Plan B gekümmert, falls Plan A nicht aufgehen sollte mit euren Spenden. Mit eurem Battle-Line, meine ich natürlich. Ich sehe schon. Ihr wollt nicht. Abelmir und Isarun erkennen jetzt auf alle Fälle Melvin Störrebrand und Rekeller von Horsen Rabenmund, erster Hofmager, zweiter Hofmagier, die jetzt gerade ja mit den ersten Analysen beginnen. Und zwar vor allem des Schwarzen Reiters. Ein Odem, der auf die Entfernung gewirkt wird, ein Analys, der danach gesprochen wird, und ein Oculus. Sämtliche Hellsichtsmagie, die sie gerade im Petto haben. Wenn um die beiden so ein bisschen Platz ist, würde ich mich gern dazustellen. Das kannst du tun. Ja, dann würde ich mal abwarten, was die denn so rausfinden. Also, das ist das, was ich fast erwartet habe. Oh, Kollege. Ihr sendet zum Gruße. Wir sind zum Gruß. Interessante Erscheinung, nicht wahr? Sehr. Euch sind die magischen Eigenschaften des schwarzen Metalles bekannt, vermute ich. Man kann ohne Probleme Zauber in diese Rüstung einsprechen. Und das ist wohl nicht geschehen, zumindest auf den ersten Blick nicht.
Das wird uns noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten, wie wir das aufklären können. Ich kann nicht einmal einen Schleier wahrnehmen. Das ist sehr ungewöhnlich. Warum sonst sollte man eine komplette Rüstung aus diesem Material anfertigen? Vielleicht ist es eine Legierung? Nein, nein, nein. Es ist tatsächlich mehr Endurium, als wir jemals zu Gesicht bekommen haben. Es gab natürlich zu Retos Zeiten und der maraskanischen Mine noch etwas vor dem Herzog von Borberat. Aber auch damals gab es schon nur wenig Endurium, weil es nur profan gefördert wurde und Borberat hat das natürlich gut, die Sachen sind unter Verschluss, aber wir sind unter uns. Borberat hat damals, so wie Helm Hafax nach ihm, die ganzen Sachen nicht profan gefördert, sondern mit einem Abbaudämon, der diese Metalle ausscheidet. Dieser Ritter, dieser Krieger kommt auf alle Fälle, ich vermute, aus den Schwarzen Schmieden. Das hatten wir bereits vermutet. Das ist keine Legierung, das ist 100% Endurium. Und damit ist diese Rüstung wahrscheinlich mehrere hunderttausend Dukaten wert. Und wie ich bereits sagte, ein Zauber, welcher auch immer es ist, kann mit einem Schleier unterdrückt werden, sodass wir sämtliche Zauber nicht erkennen. Aber nicht einmal der Schleier wird uns angezeigt. Und das ist das, was mich Angst haben lässt. Das ist wirklich ausgesprochen beunruhigend. Carlotta hat sich in seinen Jahren der schwarztropischen Herrschaft, zumindest nach den Berichten, die wir bekommen haben von eurem Begleiter, ich glaube, es waren Iolaos Berichte, den hattet ihr auch kennengelernt. Mhm. Er sprach davon, dass sie die Antimagie zu unterdrücken verstehen. Was auch immer das ist, aber wir können ihm nicht einmal die Zauberei nachweisen. Solange er sich ritterlich verhält, haben wir keine Handhabe gegen ihn. Offensichtlich nicht. Und wenn Rondrasil in seinem rondrianischen Wahn ihn nicht aus dem Turnier ausschließt, dann können wir nichts tun. Wir werden ihn einfach besonders genau im Auge behalten müssen. Ich werde auf jeden Fall meinen Kollegen Bescheid sagen, sofern sie in der Stadt sind. Aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. So sei es. Ich werde noch einmal mit Valna Yitzkok sprechen. Vielleicht kann er uns helfen. Bitte, bezieht uns ein. Ja, die Pfeile des List stehen natürlich zur Verfügung für die Sicherheit des Turniers. Ja, aber auch wir sind natürlich dafür da. Gut, danke. Leutnant Spurgelson. Sehr wohl. Ich gehe dann mal zu den anderen zurück. Es sieht sehr beunruhigend aus. Es ist tatsächlich keine Legierung, sondern eine vollständig aus Endurium hergestellte Rüstung. Und sie muss mit derart starker Schleiermagie belegt sein, dass man überhaupt keine magischen Eigenschaften daran erkennen kann. Sollte eine solche Rüstung nicht an sich gegen die Regeln sein? Nun, wenn sie nicht magisch ist, kann man wohl nichts machen, oder? Es ist zumindest keine Magie feststellbar. Wenn keine Magie feststellbar ist, kann man nicht sagen, ob Magie dort ist. Könnte nicht ein Hesinnegeweihter mit einem einer Liturgie feststellen, ob Magie drauf liegt? Das ist es, was der Hofmagus versucht. Er möchte sich mit Valna Yitzkok in Verbindung setzen. Ja, gut. Also wäre es auch erlaubt, als Magier mit einem Magierstab anzutreten? Nun, Magierstäbe sind magisch, nicht wahr? Solange ich nicht zaubert. Ich denke nicht, dass es in den Regularien vorgesehen ist, mit magischen Waffen anzutreten. Ich werde auch nicht mit meinem Flammenschwert antreten.
Nein, ich meine, ihr tritt ja mit einem Stab an, nicht mit einem Flammenschwert. Mit einem Magierstab oder mit einem Stab ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Solange ich euch keine Vorteile verschafft, sollte es erlaubt sein. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit den Regeln der Turnierleitung nicht aus. Wir sollten vielleicht die Regularien noch etwas genauer lesen, bevor ihr mit einem solchen Stab antretet. Wollt ihr mit einem Stab antreten oder mit einem Schwert? Was soll ich mit dem Stab? Natürlich werde ich mit dem Schwert antreten. Ihr stellt Fragen, habe mir. Dann stellt Fragen. Dann ist es doch egal. Dann verstehe ich diese Frage nicht, ob man mit einem Marschstab antreten darf oder nicht. Es geht doch ums Prinzip, wie weit man die Regeln biegen kann. Wir sind hier nicht in Yolgomak. Wie ist das denn eigentlich? Man ist also anscheinend nicht verpflichtet, offenzulegen, wer man ist bei diesem Turnier. Die Regularien sagen aus, dass hier jeder mitmachen kann, der anscheinend die Teilnahmegebühr zahlt, aber sich nicht sich weder ritterlich noch preisgefällig verhält, indem man einfach sagt, wer er ist. Das ist also sozusagen egal auf diesem Turnier, sich das richtig. Nun, zumindest da, wo ich herkomme, muss man sein. Verzeiht, wie ist das Wort? Regularien? Muss man seine Identität dem Turniermarschall offenlegen. Nur diesem, aber immerhin diesem. Dann könnte man den Turniermarschall doch fragen, ob die Identität dieses schwarzen Ritters dem Turniermarschall offenlegt. Denn der könnte einfach sagen, ja. Und dann weiß man, okay, der Turniermarschall weiß, wer er ist und keine weiteren Fragen für uns. Zumindest weiß er dann, wer er ist und hat keine weiteren Bedenken. Ja. Wir sollten wohl nachher mit ihm sprechen. Ist er denn verpflichtet, den Namen preiszugeben, jedem? Nein, wahrscheinlich würde er uns das nicht. Wahrscheinlich würde er nur sagen, ja, die Identität ist mir bekannt und dass uns das nichts angeht, aber das ist dann ja zumindest für uns ein Anhaltspunkt. Wenn der Turniermarschall nicht dann irgendwie unter einem Zauber steht, dass er jetzt hier deswegen genickt hat, ist die Sache doch geklärt. Solltet ihr euch vielleicht Isarun den Turniermarschall einmal ansehen, ob da irgendwie kürzlich auf den jetzt Magie gewirkt wurde. Das wäre doch interessant. Ein unbedingter Gedanke. Na, aber wenn jetzt jemand das mit dem Turnier schon gemacht hat, der sich deswegen nickt und da Magie angewendet hat, das wäre doch wirklich zumindest jetzt hier die Möglichkeit. Ja, da werde ich auf jeden Fall mit einem unserer Analysten mal dran gehen. Ihr solltet das schnell machen, denke ich, weil das so... Na egal, ihr wisst ja schon, wie das aussieht. Mittlerweile ist es nicht auch so, dass ihr Bahn gesäumt, sodass dann die ersten Leute auf der 40 Schritt langen Bande voreinander angetreten sind. Zwei Ritter, die auf ihren Rössern mit schweren Panzern sich gegenüberstehen. Der Gegner, wohl kaum zu erkennen, auf der anderen Seite zwischen dem Helm. Farbige Lanzen werden getragen mit Bannern und ein paar Fähnchen, die im Wind ergriffen sind. Gepanzerte Hände. Die Pferde tänzeln unruhig, spüren die Anspannung. Die Visiere werden heruntergeschlagen. Man wartet auf die Freigabe des Turniermarschalls. Magistra, wir sollten uns darum bekümmern, dass eure Knappin abgeholt wird. Natürlich. Ich würde mich vorher noch gern mal umschauen, ob vielleicht ein Kollege von den Fallen da ist, der dann mal eine Analyse des Turniermarschalls macht, während ich weg bin. Eine Analyse des Turniermarschalls? Ja, insofern, als ob der mit Beherrschungsmagie irgendwie beeinflusst wurde. Ah, okay. Kann er machen. Sichert er dir zu, das Ergebnis bekommst du, wenn du wohl wiederkommst. Wunderbar. Na dann, auf in den Norden. Und so geht es auf in den Norden. Was diese Runde führen, sie weiß ja hoffentlich, wo wir das Kind finden. Ja, beim Tempel, wenn alles gut geht. Und wenn nicht, sind da noch andere Kinder. Ja, du erkennst auch das Kind. Diejenige, die dann dir Isarun andrehen möchte, ist wohl diese 10-Jährige, die vorgestern im Tobrischen Viertel im Matsch saß mit dem Bohrenwein. Das ist sie also? Das ist sie. Gut, gehen wir auf das Kind zu.
Den gehört er zum Großer. Wie war der Name noch gleich? Das ist Dorlin. Dorlin. Naja, die gute Magistra hier sagt, dass du wohl mal einen Tag an der Knappen sein möchtest. Ja, so, ich habe den Wunsch geäußert, dass ich gerne Patron sein möchte und Fräulein Isarun hat gesagt, dass ich die Pagen von euch sein darf. Und wenn du dich gut anstellst, kannst du auf dem Turnier meinen Schild halten. Steh mal auf. Ja, sie steht auf, ziemlich dicklich, wie gesagt, strohblonde Haare und grinst dich an. Eine frohe Natur. Sieht sie mehr oder minder nüchtern aus? Also ich meine, wankt sie irgendwie? Oder sie sieht müde aus. Tiefe, eingefallene Augen. Na gut. Zeigen wir kurz, wie das geht und wie du dich halten musst. Sorgen wir dir einen Waffenrock und dann hoffen wir, dass die Zeit reicht. Wollt ihr noch ein weiteres der Kinder mitnehmen? So als Belohnung? Dorlin sieht wie 10 aus, ja? Die sieht aus wie 10. Ja, und auch irgendein Kind im Pagenhalter am besten. Ja, dann würde ich mal zum Perreine-Geweihten hingehen. Bruder Perreinefried. Ja, was kann ich für euch tun? Heute beginnt das große Turnier und wir haben uns gedacht, dass vielleicht eins der Kinder, das besonders tüchtig ist, eine Belohnung verdient hätte und als Page des Ritters Yalan hier auflaufen möchte. Ja, also besonders gelehrsam ist der kleine Draco dann hier. Kommt wohl auch aus Perreinefort, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist dann mit seinen Eltern relativ frühzeitig geflohen aus dem Dorf und hat sich hinterher wohl rausgestellt, als es so spät war, dass Perreinefort gar nicht fallen wird. Seine Eltern sind auf der Reise allerdings verstorben und naja, gut. Jetzt schlägt er sich so durch. Ja, ich schau mir den Knaben da mal an. Er ist ein bisschen älter, ist ja so in dem Dreh 12, vielleicht 13 Jahre. Sieht ein bisschen verwegen aus. Ja, Lan, was meint ihr? Na, Junge, kannst du dein Schild gerade halten? Ja, bestimmt. Ein Schild? Bestimmt, ja oder nein? Andra kennt kein bestimmt. Krieg ich hin. Das gefällt mir. Gut. Man soll doch auch ein echter tobrischer Junge einem Ritter den Schild angeben können. Ihr habt einen Drachen erschlagen? Oh, ey. Einen ganzen. So groß war der. Und wow. Zähne hatte der, mehr als du zählen kannst. Wow. Ich komm ganz näher von den Drachensteinen. Hab ich ein paar Perldrachen gesehen. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, schon. Dann komm mit. Erzähl dir auf dem Feld auch meine anderen Mitstreiter, wie die Sache gelaufen ist. Die Kinder werden dann ja erstmal mitgenommen. Waffenrock kriegen wir natürlich so schnell nirgendwo mehr her. Aber zumindest irgendwelche Kleidung werden sie gesteckt, die präsentabel aussieht, wenn wir am Wegesrand welche kriegen. Ja, an irgendeinem Markt werden wir mit Sicherheit vorbeikommen. Wir wickeln dir eine Tunika rum, kriegen beide eine saubere Hose. Einmal die Haare übergekämmt, dann hat sich das. Dann übe ich mit denen, ich schaue kurz auf dem Turnierfeld, wann ich dran bin, dann übe ich mit denen, wie sie sich zu benehmen haben. Gut. Ja, wurdest dreimal aufgerufen? Gegen den Ritterkönig. Wer ist der Ritterkönig? Danos von Lureng. Ritter Danos rüstet zur Herfahrt, ist in Garetien ein Ruf, in dem vor Freude auf ein neues Kapitel einer langen Heldenlegende mitschwingt. Ein grauhaariger Graf, der als Vorbild aller Ritter im Königreich gilt. Größter Streiter mit der Lanze und Bezwinger vieler Unholde, Raubritter und feindlicher Haufen. Eine absolute Koryphäe im Landsgang. Na, den kann ich mir ja nicht entgehen lassen.